Richtig. Oh Mann, Freunde, ist ja alles teurer geworden, ne? Ist ja alles teurer geworden. Ob TV, Fernsehen, Verzeichnung, ist alles teurer geworden. Oder dieses Internet. Kennt ihr Internet? Ja? Schon mal da gewesen? Freunde, oh, wie erkläre ich das jetzt? Du hast ja bei Internet so einen umgebauten Fernseher mit einer Touchtastatur. Und wenn du dann mit dem Kabel in der Telefonbuchse gehst und irgendwo auf der Welt hatte irgendein anderer Heini die gleiche blöde Idee, dann triffst du den. Dann triffst du den in diesem Internet. Ist wie so eine virtuelle Welt. World Wide Webs. Ne? Sehr kompliziert, sehr kompliziert. Deshalb auch nichts für ältere Menschen. Ne? Wenn ich meiner Oma sage, na, schon im Internet gewesen. Ach, Junge, Reisepass abgelaufen. Ne? Ja, ja, ist eine andere Welt, andere Welt. Wenn ich meinen Opa sage, kannst du dir runterladen, fasst er sich an den Rücken. Ja? Nein, wirklich. Um sich, Freunde, um sich in diesem Internet zurechtzufinden, gibt es sogenannte Suchmaschinen. Google. Ja? So. Du musst dazu auf diese Seite von Google, da ist dann oben so ein Fächlein. Und in dieses Fächlein gibst du stichwortpunktartig ein, was du suchst. Und dann fahren die Jungs von Google in Bibliotheken, machen Fotos vor Ort. Und dann kriegst du sehr schnell einen Bericht zugeschickt von diesem Emil und dann weißt du, worum es geht. So. So weit, so gut. Jetzt kommt aber der Haken, ja? Denn egal, Freunde, egal, was du oben bei Google in das Fächlein eingibst, du landest früher oder später auf eine von diesen Sexualitätsseiten. Beispiel von meinem Nachbar Karl, dem sein blindes Zwergpony war krank. Hatte eine geschwollene Zunge, weil es hatte wochenlang an der Zuckerrübe geleckt, bis ihm aufgefallen ist, das war eine Autobatterie. Ich sag, Karl, kein Problem, komm rüber, ich kenne die Jungs von Goggle. Jetzt gebe ich oben in das Fächlein ein, Pony, geschwollene Zunge. Freunde! Also, da bin ich auf eine Seite verbunden worden. Heide Witzka, du. Fräulein, ich meine, dich hätte ich auch gesehen. Ich habe das erst gar nicht kapiert. Ich habe gedacht, das wären Fotos von einem Reitunfall. Ne? Sagen wir mal, die Reiterin ist gestürzt. Das Pferd an der gleichen Stelle auch. Die haben sich irgendwie verhackt und sich gedacht, bis Hilfe kommt, bleiben wir so liegen. Ne? Also, dabei heißt es ja eigentlich immer, das Glück von der Erde liegt auf den Rücken von der Pferde und nicht, pass auf, wenn der Pensch kommt, der Hengst. Also keine, ich sage euch nur, ihr müsst da sehr aufpassen, denn egal, was du bei Google oben in das Fächlein eingibst, du landest früher oder später auf eine von diesen Sexualitätsseiten. Und das kostet dann Geld, deshalb auch Link. Dankeschön. Mein Freund, Axel, ich grüße dich. Die Dame. Hallo, lieber Dieter. Paul Panzer. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Paul Panzer. Man kennt dich ja eigentlich ursprünglich aus dem Radio. Wer? Weil